Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir gehen jetzt auf Reisen, nachdem wir kurz nochmal bei Outdoors Balke in Himmlerwald waren. Genau, die haben nochmal kurz Flüssigkeiten kontrolliert, alles tipptopp. Super Service und wir empfehlen euch das wörtlich, also wenn ihr auch mal einen Kato habt, kommt ruhig hierher, fragt mal an nach. Idealerweise ein Kastenwagen, also bitte kein Dreiachser oder sowas. Das könnte schwierig werden. Aber meistens ganz schön Wind hier. Ja, oder mehr Aufwand, wie auch immer. So, und jetzt gehen wir rein, wollen los und wo es dann hingeht, erzählen wir euch drin. Also nach dem Intro. Das hätte ich beinahe vergessen. Wir sind wieder ins Auto verschwunden. Ja, ist doch draußen sehr windig, ne? Ja, sehr, sehr windig. Das habt ihr gehört. Also deshalb sind wir wieder drinnen. Also Außenaufnahmen sind einfach irgendwie teilweise nicht mehr möglich bei dem Wind. Alter Falter. Ja, wir gehen ja jetzt im Prinzip wieder in diese Übergangszeit rüber, wo es halt wieder ein bisschen windiger wird. Und wir haben, es ist das Ende naht, kann man ja richtig schon sagen. Denn der März endet, der April steht in den Startlöchern. Ja. Wettermäßig gefühlt ist der April schon seit ein paar Wochen da. Mhm. Ja, wir wollen hier in diesem Reisevlog, Elise, ihr wisst es ja immer schon ein bisschen mehr, trotzdem wollen wir natürlich darüber berichten. Wir wollen Richtung der Niederlande, aber nicht an die Küste, also nicht hier an den Bereichen, wie nennt sich das, Nordsee, sondern wir wollen eher an der Landesgrenze zu Niedersachsen bzw. zu NRW bleiben, wollen uns das einfach mal anschauen und lasst uns mal überraschen, was es da zu blicken gibt. Fahren heute aber noch nicht darüber, weil das kostet auch einiges. Wir wollen ja auch ein bisschen sparen. Ne? Dementsprechend fahren wir jetzt hinter Rheine die Ecke. Ja, da gibt es zwei kostenlose Stellplätze. Genau, 2 Stunden, sagt das Navi. Ein bisschen was los auf der A2. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was dieser Reisevlog einfach für uns bringen wird. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wann wieder? Wenn es was zu sehen gibt. Oder wenn wir am Ziel sind. Genau. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back. Willkommen an der Ems. Genau, in Salzbergen, glaube ich, so hieß das jetzt. Wenn nicht, werden wir euch auf jeden Fall nachher nochmal korrigieren. Es ist ein kostenloser Stellplatz für 4 Wohnmobile. Strom gibt es auch hier am Platz. Es gibt auch eine Entsorgung. Genau, Strom soll irgendwie 1 Euro oder sowas kosten. Genau, gucken wir mal, ob wir das nachher gezeigt bekommen. Eigentlich wollten wir gerade rausgehen Richtung Ems, aber eine Regenwolke ist hier am Anmarsch. Genau, deswegen werden wir erst was essen und dann werden wir gleich losgehen und euch noch die Ems zeigen hier. Genau, was es denn hier so gibt, also der Stellplatz, werden wir kurz zeigen, direkt an der Reiterhalle, da sind nämlich Pferdchen. Ja. Und ja, jetzt werden wir mal ein bisschen wieder Würstchen mit Brötchen essen, unser Standardessen. Genau. Und dann zeigen wir euch Bilder von der Ems. So, das Regengebiet ist vorbei und das Futter ist hier drinne. Genau. Und ja, oh, da guck mal drin, da gehen wir da hin, da. Pferdchen. Müsste eigentlich zu sehen sein. Wenn nicht, Foto haben wir jetzt nicht gemacht. Wenn ihr aber Fotos haben wollt, hier, guckt mal hier diese komischen Stahlkästen hier an. Da gibt es welche. Ganz teure Fotos in ganz schlechte Qualität. Die sind nicht kostenlos. Nee. Aber für euch soll das kein Problem sein, weil eigentlich ihr kommt hier, jetzt drehen wir uns mal. Ihr kommt, also ich kann ja,
Ich brauche ja gar nicht in die Kamera reden, ich habe mein Mikrofon da. Ihr kommt von der Brücke, fahrt hier die Straße lang und dann dreht mein Mann sich wieder. Dann kommt ihr da theoretisch rein, da ist auch das Schild, dann kommt ihr hier rein und theoretisch kann euch dieser Bulli dann nämlich nichts anhaben, weil, tja, ihr müsst eh schon langsamer gewesen sein. Jo. Genau, das waren wir nämlich auch. Sonst hier gibt es Frischwasser, da ist Toilettenentsorgung, da haben wir Grauwasser. Und schön, dass man drüber fahren kann. Genau, und da hinten, wo unser Bulli, Buggy steht, vier Plätze mit Strom. Und wir gehen jetzt zur Ems, weil es hier an der Straße doch ein bisschen zu laut ist. Und dann denke ich mal, schauen wir mal, was es hier so Schönes zu sehen gibt. Ja, wir sind jetzt hier an der Ems direkt und wir haben gerade beim Essen eine Folge der Nordreportage gesehen, und zwar eine Ems-Kreuzfahrt. Ja, hier können wir definitiv sagen, auf dem Teil der Ems würde es, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Zumindest versuchen sie ja nur bis nach Lingen, und Lingen ist in der Richtung, wo Stefan euch gerade hinzeigt. Ja, flach ist es hier auf jeden Fall. Für Kanufahrer wahrscheinlich noch genau das Richtige. Aber schön ist es auf jeden Fall. Guten Morgen! Wir haben es 8:02. Ja, Frühstück ist fast fertig. Ja, Kaffee wird gerade aufgegossen für Stefan. Rührei ist auch schon da. Gleich muss noch Toast gemacht werden. Ja, draußen, man sieht, ganz schön nass alles. Aber das stört uns nicht. Zum Frühstück wird es reichen und wir werden dann mal schauen, wenn wir Richtung Holland fahren, in die Niederlande, wo wir überhaupt dann hinfahren. Das werden wir uns dann jetzt beim Frühstück da mal aussehen. Mein Gott, sieht dann fertig aus, aber naja, es ist halt Freitag, da darf der Körper auch mal ein bisschen fertig aussehen. Und jetzt würde ich sagen, gibt's was zum Futtern? Mahlzeit! Mahlzeit! Jetzt haben wir schon 2 Stunden später, weil wir lassen uns ja zum Frühstück immer sehr ruhig angehen und alles in Ruhe fertig machen. Können sagen, dass wir hier an diesem Platz sehr gut genächtigt haben. Ich wollte gerade sagen, so laut war es gar nicht. Also ich fand's okay. Es wurde morgens laut. Wenn die Trecker dann wieder losfahren, die Klar. sind halt laut. Und die Brücke, die hört man dann schon. Aber mein Gott, also dafür, dass der Platz kostenfrei ist, wollen wir doch da uns nicht aufregen. Jetzt haben wir 188 Kilometer vor uns. Gut 2 Stunden Fahrt. Um die Hoffnung zu haben, dass wir einen Platz kriegen. Schauen wir mal. Am Waal. Mhm. Wir kennen ihn unter Rhein, aber er heißt nun mal in den Niederlanden Waal, also nehmen wir die Begriffe. Ist ein privater Stellplatz. Mal gucken, ob das funktioniert. Soll 8 Euro laut Park4Night kosten, also geht auch. Na, schauen wir mal. Ne? Genau, lass uns überraschen und ich denke mal, wir melden uns dann, wenn wir da angekommen sind. Underground, oh. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly.
Was eine Teutur. Das war ganz schön regnerisch, ja. Und windig. Windig. Es ist immer noch windig draußen. Und Leute, ihr habt es ja gesehen, die Fahrszene, sie hat sich dann irgendwie nochmal geändert. Der erste Platz, der hätte 8 Euro gekostet, aber sieht ein bisschen nach Überflutung aus. Uns war das echt ehrlich gesagt etwas zu heikel. Auch wenn wir Kreuzfahrt-Camper sind, unser Buggy ist kein Schiff, also dementsprechend haben wir gesagt, nee, wir fahren noch zum anderen Platz und stehen jetzt in einer Marine. Wir stehen jetzt hier bei Bürten de Waterport in Korinthschem. Ob das richtig ausgesprochen, kein Plan, ist das aber eingeblendet. Also auf jeden Fall, der Hafenmeister ist super nett. Kann Deutsch? Kann ein bisschen Deutsch, sagt er, aber sehr gut Deutsch. Aber das, was er selbst auf Niederländisch gesagt hätte, also, das hätte man verstanden. Ja, das war so witzig. Wir hatten nämlich einen Niederländer vor uns, die haben sich in Niederländisch unterhalten und ich habe eigentlich schon alles verstanden. Ich könnte zwar nicht sprechen, aber verstanden. Hast du was von Brötchen gesagt? Ja, ne, er hatte auch Brötchen gesagt. Das hat er jetzt aber nicht gesagt wieder. Nee, aber er hatte Brötchen gesagt, dass es die da gibt und so weiter. Und Essen kann man da auch. Das hatte der Kollege nämlich gefragt, ob man hier dann auch essen kann und so. Ja, gibt es auch ein Restaurant hier. Das wird auch bei Park for Night angeboten. 17,50 Euro bezahlen wir pro Nacht. Wir haben jetzt einfach entschieden, weil das Städtchen schon schön ist. Das hoffen wir euch morgen alles zeigen zu können. Genau, inklusive Strom, ne? Genau, inklusive Strom und Fähr- und Entsorgung. Duschen gibt es hier auch, falls das jemand die Duschen möchte, nutzen möchte. Das ist auch mit da drin, alles dabei. Ja. Für halt jetzt für 2 Nächte 35 Euro. Alles gut. Ist in Ordnung. Wir haben andere Preise hier gesehen. So, was wir auch noch sagen können, da das Grüne, das ist ein Deich und dahinter ist tatsächlich der Waal oder wie wir ihn kennen, der Rhein. Ja. Haben jetzt nicht perfekte Aussicht, aber muss nicht sein. Nee. Wie gesagt, so kommt man noch wenigstens ein bisschen raus. Wir werden jetzt frühstücken, würde ich sagen. Nein, wir werden das jetzt, haben wir ja schon. Wir werden jetzt was Kleines zum Mittagessen machen. Genau. Und dann schauen wir ganz einfach mal, ob wir trotzdem bei dem Shitwetter, der draußen ist, einfach mal rausgehen. Morgen soll es schöner werden. Morgen werden wir auf jeden Fall was davon zeigen, weil wir sind 2 Tage ja da. Genau. Wir verbringen unser Aprilwochenende einfach mal hier in der schönen Niederlande. Puh, ist das kalt hier drinnen. Wir mussten uns jetzt ganz dick anziehen. Nein, die Heizung hat nicht versagt. Keine Angst. Nein, wir gehen jetzt nämlich raus. Weil, wenn wir Glück haben, kommt zwar nochmal ein Regengebiet, aber das soll nicht mehr so schlimm sein. Und danach ist es jetzt am wenigsten, ne? Genau, dementsprechend haben wir gesagt, wir lüpfen jetzt los und zeigen euch einfach mal ein paar Impressionen hier aus eingeblendet. Hier aus eingeblendet, genau. Wolltest du was anderes sagen? Nö, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ja, da steht's, aber ich denke, ich kann das aussprechen hier. Wo steht's denn? Korinthschem. Ach so, Korinthchen, ja. Ja. Korinthchen. Wie auch immer, deshalb wird hier eingeblendet. Also die ganze Zeit ist immer noch eingeblendet hier. Okay. So, und jetzt zeigen wir euch Bilder und drückt mal die Daumen, dass das Wetter nicht zu feucht wird. Das wird schon. So, das war aber nass. Aber sehr, sehr nass. Huhuhu. Wie gut, dass wir Wechselklamotten immer bei haben. Ja. In so einem Van. Unsere Jacken, die sind jetzt im Bad und trocknen wieder. Richtig Nässe kam von unten. Aber man kann sagen, Klein England. Es ist sehr, sehr schön hier. Wirklich. Es hat mich so ein bisschen an meine Englandreise damals erinnert. Ja, das müssen wir irgendwann auf jeden Fall noch machen. Ja, ja. Wir waren dann gleich einkaufen bei Coop. Oder ich sage immer Coop, aber es ist ja anscheinend Coop. Das ist die Ausbeute davon. Was sehr interessant ist, die nehmen keine Kreditkarte an.
Ja, ich habe es jetzt mit mehreren versucht. Also wir haben es im Endeffekt bar jetzt bezahlt. Ja, und die Dame davor musste EC-Karte nutzen. Was ich aber lustig finde, hier, liebe Leute, hier gibt es Haribo Bananas in Tüten und nicht dieser riesen Eimer. Freut mich tierisch drüber. Ja, und Pombeeren, Paprika. Also die tropfen noch. Die tropfen noch, ist ja egal. Ja, das packen wir jetzt natürlich alles weg. Und okay. Dann schauen wir mal, was wir heute Abend oder heute Nachmittag noch machen. Es ist ja eigentlich gerade mal 3:30, aber bei dem Regen. Wir waren jetzt draußen, wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen bewegt. Das ist auf jeden Fall so. Ein paar Kilometer waren es, denke ich, schon. So 4. Ein bisschen vielleicht. Mal sehen. Glaube ich nicht. Aber es war ein bisschen draußen warm. Wir haben einen Blick, wenn wir nach oben gucken, auf den Rhein. Mhm. Naja, vielleicht ist es nachher nochmal trocken, dass wir einen Blick aus der Luke hier euch mal zeigen können, wo wir eigentlich genau stehen. Bestimmt. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich jetzt einen schönen Spielefilm-Tag machen. Obwohl, genau. Du musst ja bald was zum Essen machen. Ja, muss ich auch. Eine Partie, Level 8 haben wir jetzt gespielt. Ja, das war ganz witzig. Also ja. Ich habe gut wieder aufgeholt. Aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich drehe die Karte um und spiele da noch weiter. Ja, also, aber das war doch gut. Also für zu zweit auf jeden Fall wunderbar spielbar. Stadt, Land, Vollpfosten. Das müssen wir noch überlegen, wann wir das spielen. Ist eigentlich, aber 3 bis 6 Leute, deshalb können wir es nicht spielen. Ach, schade. Also hier brauchen wir wieder einen dritten Mann, damit wir das spielen können. Aber Level 8, vielleicht coole passt Sache. Das ja für Sonntag. Genau, müssen wir mal schauen. Da gibt es nämlich eine Überraschung. So. Und wer weiß, in welchem Video das dann kommt. Weil, ja, das wissen wir ja nicht. Aber zumindest gibt es hier in diesem Vlog, oder nicht in diesem Vlog, aber in dieser Reihe auf jeden Fall noch eine Überraschung. Wahrscheinlich so. Erst im nächsten Video auf jeden Fall. Ja, aber in der Reihe. Mhm. Ja, es regnet weiterhin draußen. Das heißt, wir werden jetzt Essen kochen. Das heißt, ich werde jetzt zum Kartoffelschnibbeln degradiert. Ja, ich verdonner ihn jetzt zum Kartoffeln machen. Und ja, dann werden wir in Ruhe was essen und wenn das Essen fertig ist, werden wir uns wieder, oder? Das würde ich sagen, genau. Und vielleicht kann Stefan euch auch mal aus dem Buggy hochhalten. Ja, wenn das dann ein bisschen schöner ist, dann halte ich euch da mal raus. Damit ihr dahinter, hinterm Deich mal gucken könnt. Aber vorher matsche ich erstmal rum. So. Alte Matschepampe, du. Genau. Habe ich noch Zeit, bis ich Kartoffeln schneiden muss? Hm. Naja, nö, die müssen als erstes ja kochen. Also, fangen wir mal an. Los geht's hier, hopp, 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 hopp. Da musst du das ausmachen. Der da war jetzt richtig fleißig und hat lecker Essen gekocht. Okay, ob's lecker wow, ist, du hast nicht. Da irgendwas mit diesem Social Media Gedödel da gemacht. Ja, ich musste noch ein paar Sachen raussuchen, die du nirgendwo gespeichert hast. Nö. Ich brauchte das ja nur für meine Recherche. Ja, das musst du dir angewöhnen, vielleicht auch mal das irgendwo abzuspeichern, weil kann man immer gut gebrauchen, die Quellenangaben, wo wir denn eigentlich den Scheiß her haben, den wir immer so verzapfen. Ja, was wir so labern, ne? Also ja. Ich weiß auf jeden Fall, aber wir haben es gefunden. Wenn wir das gegessen haben, weiß ich, wo ich Scheiße hinmache. Ja, ja. Aber so weit sind wir noch nicht und dann nehme ich euch auch nicht mit. Also in die Richtung wollt ihr nicht gucken, weil da ist das Chaos ausgebrochen. Mist, jetzt habt ihr doch da hingeguckt. Dann lass dir doch da nicht hingucken, du bist doch selber schuld. Ach so. Du Düssel, du. Aber sind wir gar nicht in Düsseldorf. Naja, wir werden jetzt erstmal was essen. Genau, was trinken. Ihr hört es vielleicht nur im Hintergrund. Es regnet immer noch. Also es hört auch nicht auf. Also mal gucken. Mal kurz zwischendurch hörte es auf. Aber gut, dann bist du wieder hier am Kochen und Machen und Tun. Da hatte ich natürlich keine Zeit, jetzt hier irgendwie die Kamera aus dem Fenster zu halten. Nachher. Nachher gibt's das noch. Vielleicht schafft man das noch. Ansonsten. Spätestens. Wobei nachher soll es, glaube ich, nochmal auf Regen aufhören. Also es soll nachher nochmal, naja, schön wird es nicht, aber ich mache das dann schon, genau. Oh, es ist auch ein richtiger Pissregen, sehe ich gerade. Ja, ja. Ja, ja. Bin ja froh, dass wir hier drinnen sitzen und wir stoßen jetzt natürlich wunderbar an mit Weinen von der A. Genau, in diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohle. Weißt du, was das Witzige ist? Da drinnen schwimmt das Wasser der A. Weil die A geht nämlich in den Rhein. Und dann wird der Rhein ja zum Wal, also. Ein Blauwal? Weiß ich nicht, was das für ein Wal ist. Das ist ein Wal. Also AA. Nicht A. Da ist sogar AA drin. Ja, oh, bei ja. Gut, so, wir werden jetzt erstmal essen. Mahlzeit. Das wird ja nur noch blöder hier. Ja.
I look out across the water. I smell the sun. I feel the breeze. But in my es regnet, die Erde wird nass. Ja, aber das stört uns nicht, weil ja, gegessen haben wir, unser Sport am Abend haben wir auch getätigt. Genau, und unser Tanzbereich hier. Genau, unser Tanzbereich, also das kann man immer noch sagen, also in so einem Malibu-Van hat man wirklich hier eine schöne Tanzfläche. Ja, genug Platz auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Beweis habt ihr ja gesehen, also dementsprechend. Werden wir uns jetzt ins Bett begeben. Es ist gerade mal ja, 20 nach 7, aber es ist draußen nicht möglich, spazieren zu gehen, außer dass wir extrem nass werden. Da haben wir keinen Bock zu. Wir machen Filmeabend. Genau. So sieht's aus. Wir hoffen, dass es morgen einfach besser ist, dass wir euch noch ein bisschen was zeigen können hier. Idealerweise auch ein bisschen was vom Wal. Also, ja doch, Wal, weil es gibt den Niederrhein noch. Der geht ja von bei Nimwegen. Geht ein Teil Niederrhein nach oben und der Wal geht hier unten lang, wobei das beschifffahrbare Gewässer ist dann der Wal. Genau, also der Wal ist eigentlich der eigentliche Rhein hier. Genau, so, ja. So kennen wir es. Ist auch komisch, warum der umbenannt worden ist. Vielleicht weiß das jemand von euch, dann bitte einmal runter in die Kommentare. Warum heißt der hier nicht Rhein, wie halt in der Schweiz oder halt auch in Deutschland? Wir sind im anderen Land, vielleicht deswegen. Und selbst, nein, aber auch in Frankreich. Es ja. Ist eigentlich überall der Rhein. Ja. Ne? Also deshalb ist es interessant, vielleicht wisst ihr es. Ja, wie gesagt, du hast gesagt, wir schon richtig gesagt, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt den Filmabend. Weil, wie gesagt, was sollen wir sonst machen? Morgen früh geht's dann hier weiter. Und wie gesagt, drückt uns die Daumen, dass das Wetter ein bisschen mehr passt. Dass aber wir noch ein bisschen was machen können. Was machen tun wir trotzdem. Das kriegen wir schon hin. Ja, irgendwie schon. In dem Sinne, gute Nacht. Und wie gesagt, gleich geht's weiter. Augen auf, Augen zu. Und mal gucken, ob noch was dazwischen kommt. Das wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall, gute Nacht. Willst du mal die Kamera ausmachen hier? Ja. Da ist es schon wieder 11 nach 11. Am 1. April. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell der Tag hier vorbeigeht. Genau, wir werden jetzt auf den Damm und dann in Richtung des Örtchens nochmal hier. Genau, schauen wir mal, ob wir noch andere Einblicke finden können. Wie gesagt, Wetter ist halt durchwachsen, aber das wussten wir. Naja. Ja, hier am Platz, theoretisch ist der sehr ruhig. Gestern war hier irgendwie eine Party oder irgendetwas. Wir konnten es nicht nachvollziehen, was es war. Da war auf jeden Fall Bass immer wieder. Also sogar recht ordentlich halt. Ne? Ja. Naja. Da gibt es schöne Lieder, die ich jetzt hier nicht singen werde, weil sie sind nicht Ü18 geeignet. Aha, na, ist ja ganz toll. An die U18, unter 18. Ü18 werden sie geeignet. Naja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall genießen wir das jetzt. Mal schauen, was wir euch für Bilder zeigen können. Und idealerweise wird es nicht ganz so nass wie gestern. Could wear a blindfold no matter
So, das war nass. Nee. Feucht? Feucht war es. Aber war schön. Also. Das auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr habt ein paar tolle Bilder gesehen. Ja, das Wetter passt auf jeden Fall zu diesem, ja, Örtchen hier. So, irgendwie so ein bisschen englisch, wie genau. Man sich England vorstellt, ne? Wir sind ein bisschen im Zwiespalt, weil wir jetzt aktuell nicht wissen. Und bevor wir euch was Dummes sagen, aber damit ihr wisst, was wir denken. Weil er sagt immer, das sieht ja alles aus wie England. Also genau, klein England, ne? Englisch nachgebaut ist. Jetzt wissen wir aber nicht, aber ob es in England niederländisch nachgebaut ist. Ich würde einfach sagen, es ist angelsächsisch, weil dann sind wir auf beiden Seiten auf jeden Fall schon mal richtiger. Aber so schön. Und es lohnt sich auch, bei feuchtem Wetter einfach herzukommen. Also ihr macht da nichts falsch. Wie gesagt, Wetter passt dazu. Definitiv. Unsere Klamotten, die trocknen jetzt langsam aus wieder. Genau, haben wir wie Iris und Uwe gemacht. Also ins Bad gehängt. Genau, damit es dann ausläuft. Da muss ich noch meine Mütze aufs Klo packen, weil damit das auch trocken wird. Die war nämlich noch ein bisschen feucht von gestern, weil gestern war es richtig nass. Also heute haben wir einfach Nieselregen gehabt. Das ging schon. Also ja. Bei so einem Wetter lohnt es sich einfach. So, wir werden uns jetzt auch noch ein bisschen informieren über den Ort, weil, wie gesagt, hier gibt es auch Stadtführungen. Also irgendwas muss an diesem Ort besonders sein. Das wollen wir einfach mal rauskriegen. Und das werden wir euch gleich noch erzählen. Also wenn wir es wissen dann, ne? Wenn wir es wissen. Aber und vorher... eine Brotzeit. Ja, genau. Wir werden jetzt erstmal was essen. Also Mahlzeit. Mahlzeit. Und irgendwie schaffen wir es auch nie, wenn wir mal unterwegs sind, ohne irgendetwas zurückzukommen. Und natürlich nur die gesundesten Sachen von allen. Die Waffles gibt es bei uns nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Milka Milkinis alles selbst bezahlt, aber wegen Namennennung, Werbung. Ja, das gab es bei uns früher auch mal. Gibt es nicht mehr. Sehr schade, sehr lecker. Ich freue mich drauf, wenn die im Kühlschrank gelegen haben. Dann wird es geschnabuliert. Stefan, nur eine kleine Tüte. Und jetzt würde ich sagen, jetzt essen wir aber trotzdem erstmal was Vernünftiges. Nachdem wir sehr gutes Brot, bisschen süßlich. Ja. Ich fand das durch Süßliche nicht so gut, aber ist okay. Ja, aber es war aber von der Konsistenz war es in Ordnung. Ja, das da haben wir schon Schlechteres gehabt, ja. Aber man konnte gut was essen. Haben wir als erstes schon mal mitbekommen, dass Gorinchen gar nicht Gorinchen heißt, sondern es wird... Ist aber verniedlicht, ich finde es süß. So. Ja, wird nämlich anders ausgesprochen. Mal gucken, ob man es hört. Ich mache mal hier die Soundbox, weil... Ja, aussprechen kann ich das nicht. Kann kein Mensch aussprechen. Chorkem. Ja, was für ein Chorkem? Keine Ahnung. Also ja. Für mich hört sich das ganz anders an, als es geschrieben ist. Genau. Aber ist egal. So ist es halt. Auf jeden Fall ist es eine niederländische, also eine Gemeinde, eine Stadt sogar. Also wir sind hier nicht am Dorf, es ist eine Stadt, hat nämlich ca. 39.000 Einwohner. Ach, das ist in der eine niederländischen Menge. Provinz Südholland. Also wir hätten auch sagen können, dass wir in Holland sind. Also wäre nicht mal schlimm gewesen. Aha. Wobei ich mich immer ja versuche zu disziplinieren, dass wir immer sagen, wir sind in den Niederlanden. Und nicht immer dieses Holland. Und wir waren unterwegs und haben dann ja gesehen, dass auch eine Stadtführung stattgefunden hat. Ja. Und es gab es hier wohl einen richtigen Krieg. Es gab einen 80-jährigen Krieg. Und da fiel die Stadt, muss ich gucken, an die aufständischen Holländer. Ich wusste schon immer, dass Holländer aufständig sind. Das jetzt hat sich rausgesetzt. Und es gab es wohl 19 katholische Geistliche, die nicht protestantisch werden wollten, und die wurden dann tatsächlich gehängt. Mhm.
Ne, es gibt irgendwie auch in Brüssel, in der St. Nikolauskirche, gibt es Reliquien von den Märtyrer von Jochen, Gorkum, oder wie sagen wir so schön zu dem Ort? Gorinchen. Gorinchen. Wir bleiben dabei. Genau. Und auf jeden Fall gab es das. Es ist hier viel auch abgefackelt in dem Ort. Gerade in dem deutsch-französischen Krieg 1813-14 haben sich hier die Franzosen irgendwie verbarrikadiert. Naja gut, wie die Festungsanlagen hier, das sieht man haben ja. Haben aber viel abgebrannt, muss man dazu sagen. Trotzdem haben sie hier auch unter anderem kapituliert. Am 5. Februar 1814. Auf jeden Fall sehr schön. Lustigerweise große Kirche heißt das hier einfach nur. Ich dachte, das hat irgendwie einen besonderen Namen. Den Marktplatz haben wir gesehen, den Altstadt haben wir, die Mühle de Hoop. Aha. Das ist die mit den, die nicht elektrisch angetrieben also wird. Die noch im Prinzip vom Wind angetrieben wurde. Genau, dann dieses Momentalbau, das ist dann der Blauwe Hoet. Das ist das hier. Wir blenden euch das ein. Und dann natürlich haben wir nichts weiteres verpasst. Und das andere ist der Molen Neue Vollmarkt. Das ist da, wo die andere Windmühle auch ist, ne? Das müsste die andere Windmühle sein. Genau, von dort haben wir, glaube ich, auch geguckt. Das war sehr schön dort, ja. Genau, sehr schöne Ecke. Auf jeden Fall können wir euch empfehlen, hier in diesen wunderbaren Ort zu kommen. Und warum das jetzt so hier englisch angehaucht ist? Ja, warte mal. Also dem Ort, ne, der sich so nennt? Horkem. Damit wir das nicht wissen. Ja, es ist niederländisch eigentlich. Also das ist niederländischer Dings. Wir haben versucht, das herauszukriegen, wie das irgendwie nennt. Man könnte es ein anglo-niederländischen Baustil ist das hier irgendwo. Naja. Denn, aber ich finde es auf jeden Fall so Klein-England passt. Wie gesagt, für dich Klein-England, weil du vielleicht erst England gesehen hast, dann ja. Die Niederlande. Für mich halt das typisch niederländisch. Es ist ja einfach dieser ganze, wie nennt sich das hier? Es ist halt Klinker. Ja, gut, das ist klar. Aber ja. Auch dieses Schwarze dabei, das finde ich halt so, ja, diese Fensterläden in Schwarz und so weiter, das ist so, auch diese Gestaltung der kleinen Lädchen, also das finde ich halt so ein bisschen also englisch, aber gut. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und wir können euch nur raten, kommt einfach mal hierher. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir was vom Platz noch zeigen können. Was ja, das also es ist jetzt hier, es ist halt ein Hafengebiet. Also, ne? Ja. Aber trotzdem, jetzt gucke ich gerade. Können wir da hinten nochmal hingehen. 4, 8, 12, 16 und dann nochmal 12 dazu. Passen hier viele Autos. Ja. 28, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber könnte... Wobei, 8x3 sind 24. Debatt. Man kann auch so rein. Naja, wie auch immer. Also 24 Wohnmobilplätze gibt es hier. Strom, wie das ist, im Preis inklusive. Ja. Und Internet gibt es auch. Es gibt einen Wifi-Code und es gibt einen Nachtcode. Also man kann auch abends hier nochmal wegfahren. Das ist kein Problem. Ich glaube, jetzt haben wir viel über den Ort gesprochen. Und wir schauen mal, was wir noch so berichten können. Genau. Town, maybe Johnson City or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. And who we to know where these rivers flow. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus, naja, ihr wisst, wo wir sind. Gorinchen würden wir sagen, es wird anders beschrieben. Hier schön am Hafen. Und wir haben ja eigentlich nur gesagt, wir wollten euch die Fähr- und Entsorgungsstation natürlich zeigen. Deshalb zeigen wir euch das jetzt einfach mal. Also erstmal für euch, ihr kommt von der Straße rein, müsst da vorne parken, also vor der Schranke da rechts, also da irgendwo die Ecke. Dann geht ihr noch dahinten, das ist auch wichtig. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, sonst mache ich gleich ein Foto von dieser roten Tür. Da müsst ihr reingehen, da ist der Hafenmeister und dort meldet ihr euch ganz einfach an. Da ist ein Restaurant, das soll wohl ganz gut sein, zumindest riecht es gut nach Pommes. Dafür sind ja die Niederländer bekannt.
Ein Spielplatz ist mit dabei, kann man also nicht meckern. Fair und Endzone, das war das Thema. Hier einmal Glasmüll, dann einmal normalen Müll. Und das ist tricky. Stefan war zu blöd dafür. Der hat nämlich immer so versucht, geht nicht. So geht es ganz einfach. Ja, Papier haben wir hier. Und dann ist hier die Fähr- und Entsorgungsstation. Wobei das mit dem Grauwasser alles irgendwie, naja, so Pi mal Daumen ist. Man hat uns nichts gesagt, deshalb gehen wir davon aus, dass Grauwasser dabei ist. Da ist zumindest so ein Röhrchen, wo wir abgelassen haben. Toilette, das habt ihr hier. Und Frischwasser gibt es hier. Wie ist der Druck? Ist okay. Ist okay. Also alles mit am Platz. Wir dachten jetzt, es würde sehr laut werden, was hier die Segelboote angeht. Man kennt das ja, dieses Geklackere war überhaupt nicht. Und man kann vielleicht schon ein bisschen ahnen, das Wetter wird schöner. Zeit, dass wir die Niederlande verlassen. So, was soll man sagen? Wir sind am Ende. Genau, es wird Zeit, dass wir hier Abschied nehmen von diesem Ort. Ja, wir nennen es Corinthium. Es war schön hier. Auf jeden Fall. Bei noch schöneren Wetter wäre es wahrscheinlich noch viel schöner. Aber es zeigt uns, es gibt kein schlechtes Wetter. Mit der richtigen Kleidung kann man einfach auch hier eine schöne Zeit verbringen. Und wir haben noch lange nicht alles gesehen. Wir haben uns den Altstadtteil eher angeschaut. Mhm. Es gibt aber auch einen neueren Stadtteil. Wenn ich angucke, wir haben da hinten eine Brücke. Das muss ich euch mal jetzt kurz einblenden. Das habe ich gestern schon ein Foto gemacht. Sehr gut. Es ist bestimmt eine tolle Gegend hier am Waal. Und es ist nicht zu weit weg von der deutschen Grenze. Muss man sich einfach schauen. Aber bei schlechtem Wetter war jetzt hier schon gut was los. Alle Plätze so gut wie belegt, aber zwei Plätze waren noch frei. Ich mache mal das hier kurz aus. Das ist ein bisschen sehr laut hier. Wo ist denn der Schalter? Rechts weiter. Rechts. Meine Fresse, denkt man hier, ein Staubsauger ist die ganze Zeit unterwegs. Ja, wir können euch nur empfehlen, kommt einfach mal hin. Für euch von Oberhausen aus sind es ungefähr 160 Kilometer. Genau, wir haben nämlich jetzt 164 Kilometer vor uns zum nächsten Ziel. Genau, wir wollen nach Oberhausen. Das seht ihr dann aber im nächsten Teil, denn die Niederlande... Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Das ist sowieso. Die Niederlande wollen wir damit abhaken. Ihr seht noch ein paar Fahrszenen raus hier aus dem Ort. Und dann sage ich, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Ciao, ciao. Tschüss.